Neue Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir hier mit dem Feuer-Dungeon weitergemacht und in dieser Folge wollen wir ihn eventuell auch beenden, aber vorher müssen wir diese Gegner hier wegsnipern, die uns natürlich schon ziemlich die ganze Zeit auf den Sack gehen, weil sie uns versuchen abzuballern. Doch unsere Aufgabe ist natürlich, sie wegzuballern, damit sie uns nicht wegballern. Ah. Du sollst einfach nur die Stiefel ausziehen, Junge. Nein, jetzt bin ich auch noch ins Wasser gefallen. Krieg ich die Pfeile? Nein, ich krieg die Pfeile nicht. Ich will mal gucken, was da hinten ist. Hier ist die Truhe ja nicht, das weiß ich selber, aber ich sehe ja auf der Karte, wo die Truhe ist. Bin aber noch nicht sicher, wie ich da hinkommen soll. Aber ich denke mal, dass wir das schaffen mit den Magneten. Was? Hier sind noch welche, okay. Interessant. Was kann ich mit dem Typ hier machen? Kann ich hier wegschieben. Und dann lockert sich dort irgendwas. Und es macht dü-dü-dü-dü. Gut zu wissen. Ich bräuchte ein paar mehr Pfeile. Ich habe nur noch 12 Stück. Jetzt bin ich hier oben. Yippie-yuhei. Oh, Vorsicht. Bombenfässer. Lieber aus der Distanz abschießen. Oh, da steht ja noch einer. Moment. Den werde ich noch umbringen. Okay, den treffe ich trotzdem noch von hier. Kann ich hier irgendwas aktivieren? Ja. Wieder den Schalter. Wo bringt er mich jetzt hin? Puh, puh, puh. Ja, ich weiß, dass ich dahin muss, Spiel. Aber ich hätte gerne eine andere Information. Nämlich, wie ich schon gerne Kiste da oben komme. Ohne Scheiß, wie soll ich da hinkommen? Mal den Asi ab. Oh, Headshot! Wie soll ich da oben hochkommen? Weißt du jetzt, wie es weitergeht? Das ist mir schon klar. Aber wie ich jetzt zu der Kiste komme? Ich glaube, dass ich damals auch mit der Kiste Probleme habe. Oh, Moment, da ist noch einer. Die Kiste kann ich ja nicht verschieben. Ich glaube, ich weiß, wo man da hinkommt. Schau mal gleich nach, meine Theorie. So, Pfeile zücken. Bewegst du dich schon? Ach, hier. Ne. Ne. Erzähl mir nix. Mann. Ey, komm, warum bleibt das auch da vorne so kurz stehen? Hier braucht es 300 Jahre, bis es mal wegfährt. Juhu. Nein, jetzt bewegt sich das Teil wieder zurück. Nur wegen dieser kacken Zwischensequenz. Arg. Ach komm, jetzt muss ich hier weiter rumstehen. Seems legend. Ist klar. Lass mich in Ruhe. Danke. So, und jetzt gib mir die Truhe noch und dann lass mich in Frieden. Nee, komme ich aber auch nicht zu der Truhe. Ist da oben irgendwie hin? Wollen die etwa, dass ich das abtime, oder? Nee, das geht ja nicht. Ich muss irgendwie da oben hoch. Ja, ich weiß, ich bin nervtötend, aber ich will jetzt diese Kiste noch haben. Muss ich von da drüben rüberspringen? Wir werden es mal austesten, aber irgendwie muss ich da oben hochkommen.
Da oben hochkommen ist klar. Ist mir schon klar. Wie komme ich weiter nach oben? Zeig mal. PTF, wie soll ich denn an die Kiste da kommen? Guck ich das mal an. Guck ich das mal da an, da komme ich doch ja nicht hin. Ich dachte, dass man da rüberspringen muss, aber guckt euch mal an, wie kurz das Seil da ist. Muss ich da etwa nach dem... Muss ich etwa da später hin? Ich kenne zwar eine Möglichkeit, wie ich da hinkomme, ja, aber dafür brauche ich ein anderes Dungeon-Item. Das ist das Problem. Ach nee, jetzt muss ich da wieder hochklettern. Ich dachte, ich kann davon was aus. Ich will da nicht mit dem Kack mitfahren. Das ist so lahmarschig. Ernsthaft ein anderes Dungeon-Item, um an die letzte Truhe zu kommen? Wie lieb ist denn das? Zeig mal. Ich meine, die können doch nicht davon ausgehen, dass ich das hier abtime, oder? Nee, das klappt. Nee, das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht, du. Kannst du machen, was du willst. Kannst du nicht dagegen machen. Kannst du drücken, was du willst, aber an die Küste, da kommt sie nicht ran. Ich dachte, dass man das da irgendwie cool abfahren kann, weißt du? Und dass man denn da hinkommt oder nicht, kannst du vergessen. Das war knapp. Ach, da oben muss ich hin. Da kommst du denn ja nicht hin? Muss ich jetzt erstmal ignorieren. Ich habe keine Ahnung. Weil guckt auf die Karte. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man da oben hochkommen soll. Das ist eine andere Möglichkeit. Aber wir sind jetzt halt schon beim Ende, ne? Das sind die letzten Ebenen des Dungeons. Aber ich muss es halt leider jetzt ignorieren. Ja, ich hätte zwar jetzt auch snipermäßig die töten können, aber... YOLO! Was?! Ich hab mein Schild doch gar nicht ausgepackt, ihr Assis! Brauchst du ein Schild? Was willst du denn? Ich weiß, dass ich kein Schild mehr habe! Ich brauch mich nicht von dir zu korrigieren lassen. Du Arsch! Ich weiß, dass ich kein Schild mehr habe. Denkst du, ich bin so doof? Weiß es nicht? Gut. Was willst du denn? Lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass ich kein Schild mehr habe. Ich habe 500 Rubine, also kann ich mir ganz locker einen neuen kaufen. Was willst du? Leck mich. Ja, jetzt kann man die Schildattacke nicht mehr nutzen, ne? Aber wir werden früher oder später noch einen besseren Schild bekommen. Also, keine Rumgeheule, alles weitermachen. Kommt jetzt nicht hier noch irgendwelche Kisten, wo eine Fee drin sein könnte? Nö. Hier sind einige Kisten. Also, was heißt Kisten? Nein. Was willst du? Ja, was kann... Was? Ich soll mir jetzt ein Schild besorgen. Ich soll jetzt hier aus dem Dungeon rausgehen mit der Tante und soll dann wieder zurück zu den Gerun, um mir nur ein scheiß Schild zu holen. Kannst du aber auch vergessen, du. Nur um den wieder zu verbrennen zu lassen. Kannst du aber mal sowas verknicken. Ich wollte schon fast sagen, Navi aus, ja.
Mit nah. So. Wo ist die Fee? Harz. Hier gibt es immer Feen. Also ich habe noch keinen Dungeon gesehen, wo es hier keinen Fee gab. Es wäre der erste. Just kidding me. Kein Schild, kein Neffe. Scheiß drauf. Challenge accepted. Auch wenn das brutal schwer wird. Aber wenigstens wieder kein Ringkampf. Das ist gut. Da ist er angekettet. Dieser Don Gero. Flammatron, flammende Bestie. Muss also natürlich erstmal nachgucken, wie er noch sein Moveset ging. Kann ich ihn anvisieren? Nein. Muss ich ihn ernsthaft so an? Nein, was nimmst du denn den Krug, du Idiot? Nein, das will. Ja, lass mich doch in Ruhe, ich weiß, dass ich kein Schild habe. Sein Auge da treffen. Ist aber natürlich leichter gesagt als getan. Ach ja, ich erinnere mich. Nein. Na, wir müssen ihn nicht irgendwie festhalten. Nee, so war das nicht, oder? Jetzt doch, wir müssen ihn so zerren. Also wir müssen paralysieren, dann ihn so mit der Kette zerren und dann fällt er zu Boden. Link zieht die Stiefel nicht aus. Super. Damit ist der Kampf eigentlich schon wieder vorbei. Also die Runde. Um den Schaden zuzufügen. Aber okay, jetzt haben wir ihn doch ein bisschen gedamaged. Also wir müssen ihn immer paralysieren, dann angreifen mit den Pfeilen. Ja. Gut, dass ich sein Schema jetzt ein bisschen mehr konnte. Ah, man sollte aber natürlich treffen. Und natürlich nicht dagegen laufen. Feine Kamera. Warum? So, jetzt wieder Kette nehmen. Nein, warum? Er nimmt die Kette nicht. So, jetzt wieder ziehen, zerren und dann fällt er hin und das gleiche erneut. Dieses Mal nicht die Pfeile nehmen. Und tötet! Kann ihn auch nicht mehr Schaden irgendwie machen, aber ja, muss es halt immer wieder versuchen. Immer mit den Feinden abzuballern. Guck mich an, Schnuckiputz. Jawoll. Nein. Genau, wieder ziehen und zerren, hinfallen lassen und schlagen. Ich glaube, er müsste aber... hat seine Säule kaputt gemacht. Ah, ich glaube, er müsste sogar mehr Phasen haben. Wie war's das jetzt? Nee, oder? Das wäre lame. Aber die Musik klingt so, als ob ich ihn besiegt hätte. Edo.
habe ich ihn halt besiegt. Okay. Rip clear. Oder Dungeon clear. Und wir halten den zweiten Schattenkristall von 3. Hä, gut gemacht. Jetzt hast du schon 2 Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Zanto. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König der Schatten. Er ist sehr stark. Du bist nichts gegen ihn. Danke, ich hab dich auch lieb. Aber ich werde Zanto niemals unser Königreich als König anerkennen. Und nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihren Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich ihr etwas Böses wollte. Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Also gut, fehlt nur noch einer. Den findest du auch noch, oder? Ah, vorher? Haben wir diesen Typen wieder gerettet? Ja. Wir haben erstmal den Herzcontainer. Juhu! Dein Job, hä? Was bin ich? Mein Kopf brummt. Wir haben dich gerettet, du Depp. Willst du wirklich von hier weg? Bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ich hab was vergessen, aber im vierten Dungeon-Item, Mann. Ich glaube, ich bin einfach zu dumm, dieses Item, also diese Truhe mitzunehmen. Ich wollte doch die Kiste mitnehmen. Aber irgendwie brauche ich da ein anderes Dungeon-Item. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal hier von The Legend of Zelda Trailer Princess HD. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin und ciao!